Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich habe Dagmar Neubronner mal wieder bei mir als lieben Gast und mit ganz wichtigen Themen. Und wir hatten in Alsfeld tolle Vorträge von dir, leider einer nicht optimal aufgezeichnet. Aber da war so viel drin und es geht um die Kinder, um die Erziehung, um die Bildung. Es geht so ein bisschen um Feminismus. Was macht es da mit den Frauen und was macht das dann wieder mit den Familien und mit den Kindern? Du hast das so aufgebaut, dass ja an den ersten Entwicklungsjahren ja ganz wichtige Schritte stattfinden. Und wenn die Kinder jetzt ganz früh in die Kita kommen, dann werden diese Schritte eigentlich gar nicht, dann können die gar nicht stattfinden, wo die ersten Bindungen stattfinden. Das fand ich ganz wichtig und das geht ja in dieser Diskussion über die Kitas, geht das ja völlig unter, was da eigentlich passiert. Was ist da für dich das Entscheidende? Ja, das Entscheidende ist einmal, oder was mich jetzt begeistert, es gibt ja viele neue Erkenntnisse auf vielen wichtigen Gebieten und so, aber was mich daran begeistert, jetzt speziell an diesem entwicklungspsychologischen und Bindungsansatz, das ist, wenn wir wissen, was unsere Kinder wirklich brauchen, dann werden wir frei davon, immer dasselbe machen zu müssen oder zu sagen, ja, früher waren doch bestimmte Aspekte besser und irgendwie waren die Kinder da doch besser geborgen, also müssen wir es wieder so machen wie früher zum Beispiel. Das kann ja nicht sein. Wir können ja nicht alle wieder zurück auf die Bäume, bloß weil die Kinder da nicht das Problem hatten, dass Mama zur Arbeit musste, sondern wir müssen ja einen Weg finden, in das Neue zu gehen und auch ganz neue Wege gehen zu können mit unserem Leben, mit unserer Gesellschaft, ohne dass die Kinder zu kurz kommen. Und das können wir in dem Moment, wo wir wirklich begriffen haben, was brauchen die Kinder denn? Was ist denn die Essenz von dem, was sie brauchen? Und dann können wir das unter allen Umständen, auch unter gesellschaftlichen Umständen, die nichts mehr mit dem zu tun haben, wie es in der Steinzeit war oder vor 10.000 Jahren oder vor 1.000 Jahren oder vor 100 Jahren oder vor 50 Jahren. Es hat sich ja unglaublich viel verändert. Mhm. Dann können wir das eben berücksichtigen. Und im Moment ist meine Wahrnehmung, sind wir da an einem Punkt, wo es eben nicht berücksichtigt wird. Das heißt, wenn ich als Biologin, als Entwicklungspsychologe schaue, was brauchen Kinder, nämlich wirklich in den ersten 6, 7 Lebensjahren mindestens eine ganz, ganz starke Geborgenheit und auch danach Strukturen, wo sie immer jemanden haben, bei dem sie sich wirklich anlehnen können, wo sie klein sein dürfen, auch wenn sie schon 1,91 sind und jugendlich, wo sie ihre Sorgen loswerden können und sich sozusagen weich sein können und dürfen und auch weinen dürfen, dann können Kinder sich eben wirklich zu ihrem vollen Potenzial entwickeln. Und das wird heute im Moment nicht berücksichtigt. Und da ist so eine Doppelbödigkeit drin, dass so getan wird, als wäre die Art und Weise, wie die Kinder im Moment aufwachsen, nämlich recht auf Krippe ab Geburt so ungefähr und mit einem Jahr aber dann wirklich spätestens in eine Krippe und mit 3 Jahren, also dann aber wirklich aller spätestens in den Kindergarten und natürlich mit 6 Jahren dann in die Schule. Wobei in Berlin man ja jetzt über Jahre hinweg das Einschulungsalter jedes Jahr immer weiter vorverlegt hat, immer so um einen Monat, glaube ich, so dass man dann schon bei 5 Jahren war oder 5,5. Und jetzt hat man gemerkt, die Ergebnisse sind so verheerend, dass man da jetzt wohl stark überlegt, das wieder rückgängig zu machen. Also das heißt, auf der einen Seite wird uns empfohlen, unsere Kinder so früh wie möglich aus dieser engen Geborgenheit zu entlassen. Und auf der anderen Seite wird so getan, als wäre das etwas, was für die Kinder gut wäre. In Wirklichkeit, wenn man mal genau hinguckt, geht es aber eigentlich darum, was sind die Bedürfnisse der Erwachsenen? Zum einen die Bedürfnisse der Mütter, die heute ja zum Teil sehr gut ausgebildet sind und nicht auf einmal dann sich in die Steinzeit zurückkatapultiert sehen wollen. Zum anderen aber natürlich auch ganz stark die Bedürfnisse der Gesellschaft. Nach den Fachkräften, auch den weiblichen und so weiter, wobei ich neulich gerade gelesen habe, auch das stimmt eigentlich nicht, denn wenn man anguckt, was ein Kindergartenplatz kostet, ein Kita-Platz, der kostet mindestens
1200 Euro pro Monat, pro Kind, da muss eine Frau schon sehr viel Geld verdienen, damit sie so viel Steuern und Sozialabgaben zahlt, dass sich das so gesehen rechnen würde. Ja? Also man kann natürlich dann jetzt auch gleich wieder in die Überlegungen gehen, wem nützt es eigentlich, wenn die Kinder alle so früh weggegeben werden. Aber das muss man gar nicht, sondern was mir dann bei meinem Bemühen zu verstehen, was ist eigentlich los und warum werden die Kinder, warum wird so ein riesiger gesellschaftlicher Druck erzeugt, dass die Kinder weg müssen, sodass eben wirklich, wie gesagt, um 100 Euro Betreuungsgeld, Herdprämie, jahrelang gestritten wird bis aufs Blut und gleichzeitig 1200 Euro pro Kind locker flockig als Subvention ausgegeben werden, wo ja irgendwie überhaupt keine Logik dahinter ist. Wenn man den Müttern dieses Geld geben würde, was ein Kita-Platz kosten würde, da würden so viele Mütter mit Kusshand zu Hause bleiben, weil sie in ihrem Beruf vielleicht gar nicht so viel verdienen oder nur unwesentlich weniger. Und für die Kinder wäre es eben eigentlich ganz wichtig. Und dann habe ich mich immer gefragt, gut, auf der einen Seite kann man sagen, gesellschaftlich will man vielleicht gar nicht, dass die Kinder ihr volles Potenzial entwickeln und sie sollen eben nur gute Konsumenten sein und gute Arbeitnehmer und so. Okay, da kann man viel spekulieren. Aber die Frage, die wir uns hier immer stellen, ist ja, was kann der Einzelne, was können wir denn eigentlich tun und warum kommt das denn so gut an? Es ist ja nicht so, dass die Frauen mit vorgehaltener Pistole dazu gezwungen werden, ihre Kinder in die Kita zu geben, sondern sie lechzen ja danach, weil sie eben auch berufstätig sein wollen und weil sie das Gefühl haben, wenn sie das nicht tun und nicht berufstätig sind, dann sind sie wie aus der Welt gefallen. Dann haben sie überhaupt keine gesellschaftliche Anerkennung mehr. Und das stimmt im Moment ja auch. Also ich mache ja diese Neufeld-Ausbildung für Eltern und eben hauptsächlich auch Mütter und Lehrer und Therapeuten und so. Und da höre ich das so oft, dass die Mütter, die aus bewusster Entscheidung heraus oder aus einem intuitiven Gefühl, meine Kinder brauchen mich noch oder mein Kind braucht mich noch, zu Hause bleiben, dass die wirklich einen schweren Stand haben, dass die derartig angegangen werden, ob ihnen die Büroarbeit denn zu anstrengend sei und wovor sie sich denn drücken und dass sie aber nochmal jetzt wirklich ihr Kind loslassen müssen. Also nicht nur, dass die gesellschaftliche Anerkennung fehlt, sondern sie werden massiv kritisiert und geächtet fast in einigen Kreisen. Woran liegt das denn? Das ist ja etwas, was nicht von Staats wegen verordnet wird oder wozu man zumindest sagen muss, es fällt auf sehr fruchtbaren Boden, die mediale Beschallung in dieser Richtung. Und das war wirklich ein tiefer Wunsch von mir, das zu verstehen, wie das eigentlich kommt, dass die Arbeit, die wichtigste überhaupt ist, jetzt gesamtgesellschaftlich gesehen, nämlich die Aufzucht der Nachkommen, der neuen Generation, dass die im Grunde nichts mehr wert ist und geächtet wird. Und da bin ich auf etwas gestoßen, wo mir schier die Augen aus dem Kopf gefallen sind, weil ich festgestellt habe, aha, das ist wieder das alte System, teile und herrsche. Es wird so getan, als ob bisher eben die Aufzucht der Kinder Frauenarbeit gewesen sei. Und hey, guck mal, wie sich die Frauen haben unterdrücken lassen und jetzt müssen sie aber dringend die gleichen Rechte haben. Du hast das ja eigentlich sehr schön in dem Vortrag beschrieben, wie das eigentlich mit den Männern angefangen hat in der Zeit der Industrialisierung. Also davor war es eigentlich auch noch so, dass der Vater zu Hause irgendwie was gebastelt hat, einen Stuhl gebaut hat oder irgendwas und die Kinder, die haben zugeguckt und ich auch und will mitmachen. Ich kann das eben von meinem Vater auch, der eine Werkstatt hatte und zum Glück auch zu Hause war als Künstler. Dass ich als Kind da natürlich nicht mit Plastikspielzeug spielen wollte, sondern wirklich eben da mithelfen wollte mit den kleinen Händen und so weiter. Und dann kam die Industrialisierung, das heißt, die Väter, die mussten jetzt zur Arbeit haben, dann kam das Geld verdienen, also sie haben das Geld reingebracht und das Geld wurde halt immer mehr
überhöht sozusagen, dass wir sagten, man muss ja Geld verdienen, damit man seine Familie ernähren kann. Und dann irgendwann die Frauen gesagt, ja, und wieso muss der Mann das Geld verdienen und ich muss zu Hause bleiben, ist ja auch nicht richtig, oder? Ja, und dieser Entwertungsprozess ist eigentlich das Auffällige daran und dieser unsichtbare Schmerz der Männer. Denn eigentlich wollen Väter auch gerne mit ihren Kindern zusammen sein. Und diejenigen, die es sich erlauben können, die tun das auch. Und Männer haben eben ihre Energie zu geben. Und als ich ein Kind war, das habe ich ja auch in Alsfeld gesagt, da wollten ganz viele kleine Jungs, die wollten Baggerfahrer werden und Kranführer oder Busfahrer oder Schaffner, gab es damals auch noch in den Bussen, weil das die Männer waren oder Bauarbeiter, die sie im Alltag sehen konnten und wo man dann eben, wo die kleinen Jungs auch dann ihre Rollenvorbilder hatten. Und heute verschwinden die Männer ja von Anfang an aus dem Leben des Kindes und das Kind erlebt sie im Grunde nur nach Feierabend und nur, jetzt mal überspitzt formuliert, nur als Freizeitpapa und nie in dieser Tätigkeit. Aber in uns ist eigentlich angelegt, weil wir sonst als Spezies gar nicht hätten überleben können, unsere Kinder wollen das tun, was wir tun, erstmal und dann von da aus weitergehen. Mhm. Irgendwann kommt dann die Pubertät und dann sagen die, also so wie ihr das hier macht, das ist ja, wie kann man das denn so machen? Jetzt kommen wir. Und diese Innovationskraft, die kommt mit jeder Generation neu und das ist super. Aber erstmal müssen sie ja die Tradition von uns übernehmen. Und die Väter sind einfach unsichtbar. Und wie du richtig sagst, mit der Industrialisierung mussten die Väter eben weg, haben nicht mehr zu Hause gearbeitet. Die Bauern waren noch die längsten und die Handwerker. Da ist es auch heute teilweise noch so, dass da noch ein ganz großer Zusammenhalt ist und dass der Bauer eben, man sieht das dann, wenn man auf dem Land ist, dass dann eben das Kind da auf dem Trecker, auf diesem Sitz sitzen darf, der auf dem Rad ist. Und dann sitzen die da mit einem hohen Ernst und sind dabei und gehören dazu. Und die Väter, die eben vorher die Stühle selber gebaut hatten, mussten jetzt eben arbeiten gehen und brachten dann eben im Grunde nur diese runden Klunker nach Hause, von denen man das, was sie vorher selber gemacht haben, kaufen konnte. Mhm. Und das war wie so eine Kompensation. Und dadurch wurde auf einmal das Geld sehr aufgewertet. Und es war dann noch eine ganze Zeit lang so in der bürgerlichen Gesellschaft, dass die Väter, dass die Väter eigentlich um die Kostbarkeit dieses Zuhause-Seins wussten und auch wussten, dass die Kinder das eigentlich brauchen und sich dann gesagt haben, na gut, wenn ich es schon nicht mehr tun kann, dann aber wenigstens meine Frau. Das heißt, sie haben sich im Grunde so gesehen, jetzt etwas theatralisch formuliert und vielleicht ist es jetzt auch einseitig, aber auf eine Art haben sie sich geopfert. Sie sind weggegangen und haben den Frauen ermöglicht, die haben das sozusagen noch aufrechterhalten. Und als ich ein Kind war, wie gesagt, lange her, 50er, 60er Jahre, da gab es dann eben den Spruch, der dann später natürlich als reaktionärer Mist gebrandmarkt wurde, wo dann die Männer ihren Stolz da reinsetzten und sagten, meine Frau braucht nicht zu arbeiten. Ich kann sie ernähren und ich kann es mir erlauben, dass sie bei den Kindern bleibt. So. Aber es hatte schon angefangen zu hinken und die Männer haben im Grunde diesen Schmerz schon durchleben müssen, dieses immer weg sein. Und am Wochenende, wenn sie dann zu Hause sind, es gab dann auch mal ein Gewerkschaftsplakat, fällt mir gerade ein, wo es um die Fünf-Tage-Woche geht und wo dann nicht damit geworben wurde mit Sport oder Bier mit Kumpeln trinken, sondern wo ein Kind gezeigt wurde mit seinem Vater und dann war der Spruch, samstags gehört Papi mir. Und daran sieht man, dass solche Leute, die solche Plakate gestalten, die gucken ja, was sind die eigentlichen Sehnsüchte der Menschen? Die Bedürfnisse und die unausgesprochenen. Und da wurde eben nicht damit beworben, 5-Tage-Woche, Leute, dann könnt ihr lange schlafen oder dann könnt ihr auf dem Fußballplatz, sondern dann könnt ihr mit euren Kindern zusammen sein und euren Kindern das geben, was sie brauchen. Und
Das ist eigentlich ein ganz großer Schmerz, der den Männern aber meistens nicht bewusst wird und der ihnen natürlich auch nicht gespiegelt wird, sondern klar, Büro ist cool und zu Hause, naja. Ne? Und dann, als man das erreicht hatte sozusagen, dass die Männer weg waren und dass die Erinnerung daran, dass sie eigentlich mal dabei gewesen waren und dass die Kinder eigentlich Vater, Mutter, Kind gespielt hatten früher, und dann irgendwann lief das Spiel dann nur noch, ich wäre die Mama und du wärst der Papa und Vater war dann immer ganz blöd, man musste morgens weggehen und durfte abends erst wiederkommen. Scheiß Spiel, ja. Ja, und im Grunde geriet es in Vergessenheit, was nie hätte in Vergessenheit geraten dürfen. Und dann war eine Situation geschaffen, wo man dann sagen konnte zu den Frauen, sag mal, findet ihr das eigentlich richtig, dass die Männer die ganze Zeit sich da vergnügen und anerkannt werden für ihre Arbeit und ihr macht hier diese Hausarbeit? Und das ist ja ein ganz, ganz tiefer Bruch, der da passiert ist, denn Hausarbeit, wir wissen es alle, die Problematik bei Hausarbeit ist, dass sie zu einem großen Teil unsichtbar ist. Das heißt, ich spüle, ich wische Staub, ich putze, ich mache die Betten, ich räume auf, ich wasche Wäsche. Da kannst du aber keinen Oscar mit gewinnen, ne? Kann man nicht gewinnen und ich mache es immer wieder. Ja. Und man sieht es ist irgendwie, ja, kann man so. Und dieser Anteil, ich meine, im Büro gibt es genau denselben Anteil, ja, klar, wo man jeden Tag wieder seine E-Mails abholt und es sind jeden Tag wieder neue da. Ja. Es ist im Grunde, dieser Sisyphus-Anteil ist im Büro genauso und im Handwerk auch. Nur das wurde jetzt so hervorgehoben und es wurde geächtet als mindere Arbeit. Während es früher noch hieß, eigener Herd ist Goldes wert, heißt es jetzt eben Herdprämie, ja? Mhm. Und in den Zeitungen steht dann eben, wie lächerlich das ist. Und auf derselben Seite, eine Spalte weiter, steht dann, wie viel übergewichtige Kinder wir haben, weil die Kinder nicht mehr richtig ernährt werden. Das steht so nebeneinander. Und die Frauen erfahren eben für das, was sie tun, keine Anerkennung mehr, sondern es wird ihnen vermittelt, das, was ihr macht, können die Erzieherinnen im Grunde viel besser. Und es gibt jetzt zunehmend Erfahrungsberichte von Erzieherinnen in Kitas und in Krippen, gerade in Krippen, da gibt es ganz viele junge Frauen, die aufhören irgendwann, weil sie es nicht mehr ertragen können. Und wenn man da ein bisschen googelt, findet man da auch Interviews und Berichte, weil die nämlich das Leiden der kleinen Kinder sehen, wie die sich nach Geborgenheit sehen. Und kleine Kinder, man kann zwar 10 Kinder großziehen, die sind aber, und die können alle ihre Bedürfnisse erfüllt kriegen, die sind aber alle unterschiedlich alt und haben unterschiedliche Bedürfnisse. Und die ganzen Krippenstudien zeigen, gerade Wiener Krippenstudie, eine ganz berühmte Krippenstudie, wo es schon einen ganz alarmierenden Zwischenbericht gab und die jetzt eben abgeschlossen worden ist. Also wer Wiener Krippenstudie sich anguckt im Internet, der sieht, dass die Folgen gravierend sind für die kleinen Kinder. Und das wird die ganze Zeit schön geredet, indem man immer sagt, ja, in einer guten Krippe nimmt das Kind eben keinen Schaden. Die Frage ist, was ist eine gute Krippe? Und wenn man dann nachhakt, dann ist eine gute Krippe eine Krippe, wo nicht mehr als 3-4 Kinder pro Erzieherin sind und die Kinder mindestens 18 Monate im Alter auseinander sind. Dann lass mich doch mal drauf eingehen, nochmal, was passiert denn, wenn jetzt die Kinder eine Krippe sind, sie sind mit Gleichaltrigen zusammen, was wird da später draus? Du hast es im Vortrag eigentlich schön gesagt, dass die sich natürlich nachher von den Erwachsenen gar nichts mehr sagen lassen, sondern sich nur an Gleichaltrigen orientieren und dann kommt ein Erwachsener und dann sagen die, was willst du denn, Opa? Ne? Weil ja, die haben ja nie gelernt, dass da ein Erwachsener ist und ihnen irgendwas gezeigt hat, wo sie sich dran orientieren konnten, oder? Ja, die Kinder kommen mit einem ganz tiefen Bedürfnis auf die Welt, sich an jemandem zu orientieren. So wie dieses kleine Entchen, was hinter jedem herrennt, den es zuerst gesehen hat, es im Ei geschlüpft ist. Wir Menschen sind da natürlich viel flexibler, aber wir wollen uns an jemandem orientieren, der für uns sorgt und der mehr Erfahrung hat, wie man hier auf dem Planeten klarkommt. Und eigentlich braucht es 6 Jahre lang, wo das Kind in diese wenigen Menschen
ganz tiefe Wurzeln senkt, immer tiefer, je älter es wird. Wie gesagt, das ist ein Prozess, der sich mindestens über die ersten 6 Jahre entwickelt. Und ganz im Anfang kann sich das Kind nur über die körperliche Gegenwart des anderen binden. Und so wie Mama weg ist, ist sie irgendwie nicht mehr existent. Ja. Und mit einem Jahr binden sich die Kinder über Gleichheit. Das heißt, sie machen uns alles nach. Wenn sie aber in dem Jahr schon in die Krippe kommen, dann binden sie sich eben mit hoher Wahrscheinlichkeit an die anderen Kinder, denn sie binden sich über Gleichheit und die anderen Kinder sind eben gleicher als die Erwachsenen. Und die ganzen tieferen Bindungsstufen, wo man sich über Zugehörigkeit bindet, über Wertschätzung, über emotionale Liebe, über Vertrauen, dass die Kinder den Eltern alles erzählen wollen, was sie sich so denken und was ihre Pläne sind und was dumm gelaufen ist und so. Das sind Sachen, die kommen erst mit 3, 4, 5, 6 Jahren. Das heißt, die Kinder sind eigentlich so designed, dass sie in den ersten 6 Lebensjahren mit ganz wenigen Beziehungen in die Tiefe gehen. Das muss nicht unbedingt die Mama sein. Es kann auch der Opa sein oder irgendjemand oder bei Tarzan dann sogar ein nichtmenschliches Bezugsobjekt im Notfall. Mhm. Aber da muss in die Tiefe gehen können. Und wenn diese Zeit nicht da ist, weil die Kinder zu früh, zu viel weg sind, dann entwickeln sie diese tiefen Wurzeln gar nicht, sondern sie binden sich, wie du richtig gesagt hast, über Gleichheit an die Gleichaltrigen. Und dieses Tiefere, was sie aber eigentlich brauchen, um wirklich sich entwickeln zu können, das können sie gar nicht. Es ist wirklich wie ein kleines Pflänzchen, was man zu früh verpflanzt und was dann ständig wieder umgetopft wird und ständig, denn in den Kitas und Krippen, da sind ja nicht immer dieselben Personen. Und das sind auch alles junge Frauen, die ziehen um, die heiraten, die gehen weg, die wechseln und so. Und das Kind kann einfach nicht so in die Tiefe seine Wurzeln geben. Und ist ganz klar, wenn die Wurzeln tief sind, dann bin ich irgendwann unabhängig dann habe ich irgendwann Grundwasserkontakt. Und das ist eigentlich das, was die Kinder brauchen. Wenn sie in die Schule kommen oder wenn sie anfangen, mehr aus dem Haus zu gehen, dass sie sozusagen mit ihren Bindungswurzeln schon Grundwasserkontakt haben. Und dann können sie auch längere Zeiten überbrücken und haben immer Mama und Papa oder Opa oder wen auch immer im Herzen und können auf die Weise damit gehen und sind dann dadurch stabilisiert. Aber das ist bei diesen kleinen Kindern noch nicht. Die haben noch so ganz zarte Wurzelchen. Und wenn die sich nicht mehr richtig weiterentwickeln können, dann entwickeln sich diese Kinder einfach nicht so, wie es sonst sein könnte. Wie wirkt sich das denn dann im Alltag aus? Es gibt ja heute überall diese Beispiele, dass so Jugendliche keinen Respekt mehr vor irgendwas haben, ob es jetzt Ältere sind oder so. Aber das wäre ja eigentlich jetzt eine Folge davon. Warum sollen die Ältere respektieren? Die sind dann für die eben nur grauhaarig und faltig, aber im Grunde haben sie nichts, wo sie gelernt haben. Die Älteren, die wissen ja was, die haben, können uns ja zeigen oder haben uns früher was beigebracht. Das haben sie ja nie erfahren. Und wie sollen sie die dann respektieren? Ja, und das ist noch viel elementarer. Man könnte ja jetzt sagen, naja, das ist nur gut, wenn sie von uns nichts lernen. Ne? Aber der Witz ist, das ist ein ganz, ganz starker Instinkt, den kann man jetzt auch nicht einfach abschaffen, denn er hat uns die letzten Millionen Jahre getragen. Es ist total genial eingerichtet. Kinder haben den Instinkt, sich an denen zu orientieren und von denen zu lernen, an die sie gebunden sind. Ist ja auch sinnvoll, dass sie eben nicht mit irgendeinem fremden Onkel mitgehen und so, sondern dass sie sich an die halten, die für sie sorgen. Eigentlich könnte nicht genialer konzipiert sein. Was machen wir? Wir schieben unsere Kinder den ganzen Tag in eine Parallelwelt ab. Du hast vorhin so schön gesagt, du wolltest nicht mit Plastikspielzeug spielen, sondern mit dem Echten, was dein Vater auch hatte. Ja. Und kein kleines Kind mit einem Jahr, da gibt es ja diese bunten Plastikschlüsselbunde, ja. Mhm. Und warum haben die Spielzeughersteller die gemacht? Weil die Eltern davon genervt sind, dass die Kinder immer ihre Schlüsselbunde haben wollen. Hier hast du ein eigenes. Das ist aber nicht dasselbe. Ich will das, was Mama und Papa gehört, das Insignium der Macht. Denn ich will an dem Leben von denen teilhaben. Und das ist der Instinkt der Kinder. Und wenn wir die ganze Zeit sagen, ja, mein Leben und dein Leben hat nichts miteinander zu tun. Du bist bei der Tagesmutter, was bedeutet, dass ich die Nachtmutter bin. Ja? Und Tagesmutter ist immer noch um 1000% besser als Krippen, weil es wenigstens eine hoffentlich stabile, zuverlässige, langjährig da vorhandene Person ist. Aber das heißt, wir lassen zu, dass die Kinder sich an irgendwen binden,
Und dann wundern wir uns, warum sie sich nicht an uns orientieren. Das verbietet ihnen ihr Instinkt. Und das ist auch der Grund für die Schwierigkeiten der Lehrer. Denn niemand wird vermuten, dass ich irgendwie jetzt ein übertriebener Freund der Schule bin. Es ist ja ein anderes Thema. Aber die Schwierigkeiten der Lehrer sind zu einem guten Teil dadurch bedingt, dass die Kinder von klein auf daran gewöhnt sind, sich an die anderen Kinder zu binden. Und das bedeutet aber, der Lehrer passt eigentlich gar nicht ins Beuteschema. Wenn ich mich an die Kinder gebunden habe, dann ist, wie alles in unserer Welt, Polarität ist. Wenn ich mich an den gebunden habe, dann ist der erstmal uninteressant. Ja. Und das heißt, die Lehrer sind nicht deswegen uninteressant, weil das, was sie den Kindern beibringen könnten, uninteressant ist in jedem Fall. Das muss gar nicht sein. Oder weil sie einen schlechten Unterricht machen, sondern weil die Kinder nicht an sie gebunden sind. Sodass ihr Gehirn ihnen im Grunde verbietet, dem Lehrer zuzuhören. Also lieber bei den anderen gucken und die tollen rum und machen unterm Tisch irgendwelchen Quatsch. Ja. Und dann macht man das auch. Genau. Ne? Und haben die Lehrer natürlich wirklich einen schweren Stand. Ja, das Interesse geht immer der Bindung nach. Hm. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, wie wertvoll das ist, was ich da lerne. Und wenn ich nur lerne, Horrorvideos zu gucken oder Scheiben einzuschmeißen oder so, darum geht es gar nicht. Sondern da, wo meine Bindung ist, da von denen lerne ich. Das heißt, die Kinder lernen in der Schule eigentlich nur in der Pause. Diejenigen. Hm. Und die paar Kinder, die so gut an ihre Eltern gebunden sind, dass sie in die Schule kommen und noch nicht cool sind, nämlich an den Gleichaltrigen orientiert, und noch dem Lehrer zuhören und noch was fragen und noch was wissen wollen. Streber. Weichei, ja. Uncool, ganz Schattenparker, was immer. Die gehören nicht dazu, die werden dann gemobbt, weil die anderen Kinder merken, hä? Die gehören gar nicht zu uns, die orientieren sich ja an ganz anderen Leuten, nämlich an den Großen. Wer orientiert sich dann an den Großen? Ja, bescheuert, ne? Ja, und das, all das könnte man ja noch sagen, macht ja nichts, ja. Die Kinder können doch alle gut mit dem Computer umgehen und Mathe können sie es vielleicht auch noch gegenseitig beibringen, naja. Aber das Hauptproblem dabei ist, der durchschnittliche Erwachsene mit all seinen Fehlern und die durchschnittlichen Eltern mit all ihren Fehlern können dem Kind immer noch viel, viel mehr Geborgenheit geben als die durchschnittlichen Gleichaltrigen. Deren Job ist das doch gar nicht, meinem Kind Geborgenheit zu geben. Und natürlich wird heute immer gesagt, ja, die Eltern, die sind ja so furchtbar und die lassen ihre Kinder irgendwie, was gibt es alles für schreckliche Eltern? Das stimmt. Es gibt ein paar schreckliche Eltern, aber 99% der Eltern sorgen gut für ihre Kinder und geben ihnen Geborgenheit. Das ist so ein... Jeder von uns weiß, die dicksten Auas, die wir haben, die dicksten Neurosen und Auas, einfach wunden Punkte, die haben wir von unseren Eltern, im Umgang mit unseren Eltern und was unsere Eltern uns angetan haben. Ja, das stimmt, weil unsere Eltern diejenigen waren, an die wir am tiefsten gebunden waren. Und da, wo am meisten Liebe ist, ist auch die Verletzlichkeit am größten. Das ist der Zusammenhang. Und wenn man jetzt sagt, alle Kinder in den Kibbutz oder alle Kinder ins Kinderheim, dann werden sie von ihren grässlichen Kleinfamilieneltern nicht mehr so furchtbar traumatisiert. Dann werden die Kinder im Kibbutz oder im Kinderheim traumatisiert. Das heißt, wir alle holen uns unsere tiefsten Verletzungen von den Menschen, mit denen wir am meisten, an die wir am tiefsten in Liebe gebunden sind. Das ist der Zusammenhang, weswegen es in jeder Therapie immer um Mama, Papa geht oder gerade noch die Geschwister. Weil das ist, wo am meisten Liebe war. Und man kann dieses Problem der Verletzungen nicht dadurch erledigen, dass man die Eltern jetzt mal wegmachte. Dann erleiden, und das kann man auch nachweisen statistisch, das will ich eben noch sagen, dann erleiden die Kinder ihre tiefsten Verletzungen von den Gleichaltrigen. Und der Beweis dafür ist, dass die Selbstmordrate, die sich in den letzten 50 Jahren vervier- oder verfünffacht hat, dass die unter Kindern und Jugendlichen, also es bringen sich heute 4- oder 5-mal so viele Jugendliche um wie noch vor 50 Jahren. Und die Gründe sind heute ganz überwiegend Stress mit der Clique. Mein Freund hat mit mir Schluss gemacht, meine beste Freundin hat eine andere Freundin jetzt und so. Während es früher die Probleme im Elternhaus waren, aber es ist offenbar für die Kinder durchschnittlich gesehen leichter, mit Eltern zu überleben oder mit
verantwortlichen Erwachsenen als mit den Gleichaltrigen. Ich habe gerade gestern in den Nachrichten war irgendeine Statistik, dass zwar die deutschen Kinder und Jugendlichen vom Wohlstand eigentlich ganz ziemlich weit oben in der Statistik sind, aber vom Gefühl ziemlich weit unten, also auf Platz 20 oder 30. Also eigentlich müsste es ihnen viel besser gehen von den äußeren Umständen, als es ihnen tatsächlich geht. Das heißt, das Gefühlte, wie geht's mir, ist ganz, und das hängt natürlich damit wahrscheinlich auch irgendwo zusammen, nämlich dieses Gefühl des Vertrauens, des Urvertrauens, was wir alle irgendwo auch selber manchmal vermissen. Das ist ja ein ganz wichtiges Gefühl. Wenn das natürlich nicht in den ersten Tagen oder Monaten und Jahren der Kindheit stattfindet und eben die Kinder abgeschoben werden, dann kann dieses Urvertrauen natürlich eigentlich auch, wo soll man es herhaben? Ne? Dann kann man immer sagen, ja, ich glaube an Gott und an die, aber das Gefühl ist ja nicht da, weil es eben nicht in dieser Inkarnation, in diesem Körper erfahren wurde. Man kann sich das dann sehr mühsam im Nachhinein erwerben mit vielen Tränen und Therapien. Genau, und das ist ja auch die Arbeit, die ganze Zeit von ganz vielen Leuten auf ganz vielerlei Art passiert, dass man als Erwachsener eben das beweint, was nicht gut war. Und das ist auch eine Möglichkeit der Heilung, aber es ist natürlich viel praktischer, wenn wir den Kindern gleich das geben, was sie brauchen. Und das Schöne ist, ich mache ja diese Ausbildung, wo jetzt auch wieder wunderbare Kurse anfangen. Ist ja ein Fernstudium, damit die Eltern von zu Hause aus eben am Computer das mitmachen können. Und das ist wirklich toll, denn das Wunderbare ist, wir haben das als Eltern ganz stark und als Erwachsener, jeder gesunde Erwachsene hat einen ganz starken Schutzinstinkt und eine ganz starke Intuition gegenüber dem Umgang mit Kindern. Und im Grunde musste man uns das ganz mühsam so allmählich abtrainieren und unseren Kopf mit lauter Vorstellungen füllen. Ich habe so viele junge Frauen, die dann wirklich vollkommen von den Socken sind und begeistert sind, wenn ich ihnen eben erzähle, hört mal zu, die wissenschaftlichen Fakten sind, dass Kinder das genau brauchen. Ach, und ich habe gedacht, und mein Kind hat immer geweint, wenn ich es da gelassen habe. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe eigentlich auch geweint oder hätte am liebsten geweint. Aber ich habe gedacht, es muss so sein und ich muss das Kind abgeben, damit es sich gut entwickelt. Und wenn ihr sagt, nein, das ist völliger Blödsinn, das stimmt gar nicht. Man kann, wenn es überhaupt nicht anders geht, dass man das Kind abgeben muss, dann kann man natürlich mit diesem Neufeld-Wissen, mit diesem entwicklungspsychologischen Wissen dafür sorgen, dass das Kind möglichst keinen Schaden nimmt oder so wenig Schaden wie möglich, dass man das immer wieder ausbügelt und so. Da gibt es schon Möglichkeiten. Aber es gibt ja ganz viele Eltern, die würden eigentlich gerne ihre Kinder mehr bei sich haben, aber sie hören überall, nein, das ist ja gar nicht gut. Alleine spielen macht blöd. Ja, war mal ein grünes Plakat, wo so ein einjähriger Knirps gezeigt wurde. Und das stimmt eben gar nicht. Und eigentlich sind die modernen Ergebnisse der Wissenschaft und der Entwicklungspsychologie und der Bindungsforschung total im Einklang mit unserem Gefühl. Und wenn wir dem dann folgen dürfen, weil wir wissen, ja, das ist richtig und das haben auch die wissenschaftlichen Studien ergeben, es ist nicht nur meine mütterliche Klammerhaftigkeit, sondern das Kind, es tut dem Kind wirklich gut. Und wenn dann die Eltern auch die Erfolge damit erleben, dass die Kinder sich entspannen, dass sie wieder bei den Eltern sich ausweinen und viel weniger aggressiv sind und so weiter, dann wächst die Freude, denn eigentlich, wie alles im Leben, was ganz wichtig ist, hat der liebe Gott oder die Natur es so eingerichtet, dass uns das auch Freude macht. Essen macht Spaß, Sex macht Spaß und mit Kindern zusammen sein macht eigentlich auch Spaß. Nur unsere Bedingungen, unter denen wir das versuchen zu tun und die Art und Weise, wie wir es versuchen zu tun, ist so gegen unsere eigentliche Intuition und gegen alle Instinkte der Kinder, dass es ganz viel Reibereien gibt, die gar nicht nötig werden. Und das bedeutet nicht, dass alle Frauen ratzfatz wieder hinter den Herd müssen. Und es bedeutet auch nicht, dass die Männer sozusagen, also es bedeutet eigentlich, dass Männer und Frauen wieder zu einer Natürlichkeit zurückfinden dürfen und
mit dieser Natürlichkeit dann auch flexibel werden. Denn wenn ich weiß, was mein Kind braucht und woran ich das genau erkenne, dass das jetzt zu viel ist und dass es das aber aushalten kann und dass ich das so und so überbrücken kann, dann kann ich eben, kann ich auch berufstätig sein oder kann Wege finden, und wir als Gesellschaft können dann auch Wege finden, wo wir uns beruflich erfüllen können und wo unsere Kinder das kriegen können, was sie brauchen. Es hat sich ja an den Krankenhäusern meines Erachtens schon ein bisschen was getan über die letzten Jahrzehnte. Ich weiß, dass das eben, als ich geboren wurde, da war man im Krankenhaus erstmal, da wurde man zu bestimmten Zeiten gestillt. Da wurde nicht gestillt, wenn das Bedürfnis da war, sondern hier so stillen. Das ist ja inzwischen schon besser, auch dass das Kind dann nicht immer wieder irgendwo weggenommen wird, sondern dass das neben der Mutter sein kann. Und ich weiß aus Erzählungen von einem Freund, der lebt auf Bali und der beobachtet dann immer sehr genau, dass die Kinder zum Beispiel da an der Supermarktkasse nicht quengeln oder und auch die Menschen ganz anders selbst Bewusstsein haben, also gar nicht ein übersteigertes, sondern ganz, die fühlen sich einfach erstmal mit sich selber viel mehr in Ordnung als wir alle, die wir all diese kleinen Minderwertigkeitsgefühle haben. Und er hat das eben daran festgemacht, dass die da wirklich immer von klein auf Hautkontakt haben und so ganz nach und nach wird das Kind dann mal, erweitert es seine Kreise. Aber das, was wir machen, Kind weg und weglegen und dann geht die Mama oder so, geht irgendwo hin, das ist ja in den ersten Tagen ist das ja, wie du sagst, da ist die Mutter weg. Ne, also da weiß nicht, die kommt ja wieder, sondern das ist wirklich absolute Panik. Ne? Und da entstehen ja im Grunde schon die ersten Brüche im Vertrauen, im Urvertrauen. Ja. Siehst du so, wie sich das Verhältnis jetzt in den Krankenhäusern eigentlich schon ein bisschen verbessert hat, dass eigentlich da schon wieder ein bisschen mehr die Nähe zu den Kindern gepflegt wird, dass sich das gesellschaftlich vielleicht auch wandeln kann, indem jetzt diese wissenschaftliche Erkenntnis, oder diese Wiener Studie genannt, dass sich das gesellschaftlich vielleicht auch wieder zum Besseren wendet? Also das ist wie überall, es ist so wie eine Aufspaltung. Es gibt eine Richtung, wo sich ganz viel tut, und da ist eben meine Neufeld-Ausbildung ein Teil davon, und wo ganz viele junge Frauen eben Langzeitstillen machen und ihre Kinder tragen und das alles wissen, und wo auch die Väter mit einer ganz großen Selbstverständlichkeit sich da einbringen. Und wo auch in den Krankenhäusern, was ja nur die ersten Wochen betrifft, die aber natürlich, das ist unglaublich wichtig, ne? Nur es hört danach eben nicht auf, ja. Wo auch ganz viel passiert und ganz viel Wissen da ist. Und gleichzeitig parallel dazu gibt es ja immer mehr Kliniken, wo fast 50% Kaiserschnitte sind, wo Termin-Kaiserschnitte gemacht werden, auch ohne Notfallindikation, wo ganz viele Frauen es sich eine normale Geburt gar nicht mehr zutrauen und wo im Grunde die ganze Schwangerschaft als eine Form der Krankheit irgendwie behandelt wird. Mir hat neulich eine Freundin, die Kosmetikerin, es erzählt, da war dann eine junge Frau und sie sagte, an der Art, wie sie auf einmal so ganz vorsichtig, wie so eine Oma auf die Liege stieg, habe ich ihn gefragt, und bist du schwanger? Bist du schwanger? Da sagt sie, ja, zweiter Monat, ja. Aber sie stieg schon auf die Liege wie jemand, der gebrechlich ist. Das will man ja heute nicht. Aus dem Gefühl, aus dem Gefühl heraus, ich bin schwanger, oh, eigentlich bin ich schon, also das ist irgendwie eigentlich ein reduzierter Zustand. Und es gibt ja jetzt dann auch diese Wochen-Kitas und Krippen, wo die Kinder dann die ganze Woche sind und nur am Wochenende zu den Eltern nach Hause kommen. Gab es ja früher in der DDR auch für die Schichtarbeiter und so. Und was da mit den, also das ist so eine Aufspaltung. Es gibt eine bis jetzt noch kleinere Gruppe von Eltern und Großeltern und Onkel, Tanten, Anverwandten, die da auf einmal sehr aufwachen und das sehen und dann eben auch sich kundig machen und vor allem sich vernetzen. Also das merke ich auch in dieser Ausbildung immer wieder. Dieser Stoßseufzer der Eltern, die sagen, oh, endlich kann ich mal bestimmte Dinge aussprechen, ohne dass alle sagen, hä, was? Nee, wieso? Und warum bist du dein Kind dann immer noch nicht in der Kita und so? Also diese Vernetzung, dass man merkt, man ist nicht der einzige Verrückte, sondern die Welt ist eigentlich verrückt. Und es gibt einen großen Bereich,
wo es normal ist, dass die Kinder eben spätestens mit einem Jahr dann wegkommen und wo es auch normal ist, dass sie dann eben ganz viel krank sind. Und wenn ich frage dann natürlich die jungen Frauen immer, wie bricht dann immer schier das Herz, und ich dann so diese stillen kleinen Kinder sehe und ich so merke, Mensch, wo ist dieses Strahlende, das was Kinder eigentlich so haben, ne? Dieses ja. Bah, ja. Wo ist das Klavier? Ja. Und wenn ich dann so sage, ach, und ist er jetzt in der Krippe und in der Kita und so, ja, und wie geht's ihm denn da? Ach, na ja, ehrlich gesagt, so viel war er noch nicht da, er ist seitdem immer krank eigentlich, ne? Ja. Kann man sich was bei denken. Ja. Nur, ich finde das so wichtig, was du machst und toll, wie du es sagst. Und ich würde nochmal deine Fernseminare, wie muss man sich das vorstellen? Also wenn ich jetzt daran teilnehmen wollte, erklär es vielleicht noch ein bisschen. Online, am Computer? Ja, also ich mache ja diese Ausbildung, die gibt es auf der ganzen Welt. Das ist eben dieser kanadische Psychologe Gordon Neufeld, der praktisch alle Daten aus der Wissenschaft zusammengesucht hat, sodass sie ein Bild ergeben, was zu unserer Intuition und zu unserem Instinkt passt. So, das ist seine Leistung. Und der hat eben dann eine Ausbildung entwickelt, wo die Eltern wieder zurückgeführt werden. Da aber Eltern normal, also dahin zurückgeführt werden, in dieses Selbstbewusstsein und in diese eigene Kompetenz. Ja, ich bin wichtig für mein Kind, ich bin das Wichtigste überhaupt und ich weiß, wie es geht und ich kann das und ich kriege das hin und nicht diese Hilflosigkeit, die heute bei vielen Eltern so ist. So, da aber die Eltern natürlich Probleme haben, jetzt irgendwo hinzufahren ständig und meistens auch nicht viel Geld haben und so weiter, ist es eben ein Fernstudium. Das heißt, man hat Videos, die man sich alleine anguckt, zu Hause, mit schriftlichem Begleitmaterial, was man dann durcharbeitet, wo man sich dann auch Notizen macht und so und Fragen beantwortet. Da gibt es dann so Sachen, die man sich ausdruckt. Und dann einmal in der Woche, 2 Stunden, trifft man sich dann, setzt man sich vor den Computer, geht in einen bestimmten Raum, in einen virtuellen Raum und trifft sich ja mit mir und den anderen. Und dann wird eben über das Thema, was vorzubereiten war in der letzten Woche, wird gesprochen. Und das ist dann eben ja ein 10-wöchiger Kurs, ist dann der Intensivkurs 1. Man kann dann noch weitermachen. Es gibt auch jetzt zunehmend, ich habe ja jetzt schon die ersten Leute ausgebildet, die bieten jetzt ihrerseits wieder Elternkurse an, die dann, also ich bilde im Grunde die Multiplikatoren aus, die viele fangen an und wollen es für sich selber machen, aber bleiben dann dabei, weil sie merken, hey, das müssen die anderen auch wissen. Ja. Und das ist praktisch dann die Ausbildung, die insgesamt 2 Jahre dauert, wo man sich natürlich dann auch mal vor Ort sieht. Und es gibt aber jetzt zunehmend in dem Maße, wie eben meine Leute fertig sind, und das sind jetzt eben schon einige, gibt es dann eben auch Kurse einfach so für die Eltern, die einfach mit ihren Kindern im Alltag besser klarkommen wollen. Und ja, vielleicht kann man das hinterher einblenden, der Link neufeldinstitut.de. Da findet man dann die Termine. Es gibt jetzt in diesem Jahr auch Vor-Ort-Termine im Juli hauptsächlich, wo man dann eben, wenn man findet, oh, jeden Woche 2 Stunden, das ist mir irgendwie zu fisselig oder ich will das en bloc machen, kann man dann im Sommer dann für ein paar Tage in einer Jugendherberge, bin ich dann vor Ort und dann macht man es konzentriert. Aber der Schwerpunkt, also die Daten findet man eben alle im Internet. Also neufeldinstitut.de. Genau. Kann man sich merken. Ja. Ja, ich finde es toll, was du machst. Es ist wirklich wichtig. Es ist das wichtigste Thema eigentlich damit, weil unsere ganze Zukunft davon abhängt, wie wir unsere Kinder und Jugendlichen behandeln. Und im Moment ist da vieles im Argen. Und ich glaube, das hast du sehr schön deutlich gemacht und sehr, sehr bildhaft und toll erzählt. Also ich danke dir dafür und hoffe, dass da sehr vieles passiert. Danke, Dagmar. Danke, Tom.